Rodrigo, hör mal zu. Dreh mich mal ein bisschen zu dir um, nehme mal deine Hände von meinen Schultern, Ja, wenn du dich halte sie umdrehst, mal in liegen die meinen sowieso Händen. runter. Also ich halte sie mal in meinen Händen. Du bist ein großartiger Anführer. Du bringst den Leuten hier, ich glaube, du bringst ihnen viel Kraft, wie sie dich anschauen, wie sie mit dir umgehen, selbst als die Sache mit Rashika war. Sie haben mit dir diskutiert, aber keiner hat sich getraut, sich dir wirklich in den Weg zu stellen. Und ich glaube, du wirst das schon machen. Ich mache mir einfach nur Sorgen, wenn ich hier bleibe, dass dir was passiert und dass ich dann hier sitze und gar nichts getan habe. Andererseits habe ich so viel Angst, dass ich kaum mit dir darüber sprechen will. Du darfst im Kampf noch nicht erstarren. Das ist das Wichtigste. Erstarre nicht im Kampf. Notfalls renn um dein Leben, aber erstarre nicht im Kampf. Denn wenn du rennst, kann ich dir versuchen, dich einzuholen und mit dir zusammen irgendwohin zu flüchten. Aber wenn du einfach stehen bleibst und erstarrst, dann... Ja, du musst das so ähnlich machen wie bei den Krabbenmenschen. Aber ich fühle mich im Moment nicht so stark wie damals. Ich habe das Gefühl, irgendwie fehlt mir die Kraft dafür. Ich weiß nicht warum, aber seit ein paar Tagen fühle ich mich schwächer als sonst. Ich meine, es ist natürlich der Dschungel und das Wetter und das wenige Essen und alles, Alles. aber es ist so ein anderes Gefühl, als hätte jemand irgendwas von mir weggenommen, was nur ganz, ganz langsam zurückkommt. Kann das verstehen, ich fühle mich auch häufig so. Das liegt daran, weil du urlaubsreif bist. Rodrigo lacht. ja, ich bin auch urlaubsreif, aber du schaffst das. Du wirst Du, es schaffen. Rodrigo, Was denn? das ist irgendwie vielleicht der letzte Abend, an dem wir noch auf dir wandeln. Vielleicht. Wollen wir vielleicht später, naja, ein bisschen verschwinden? Nur wir zwei? Wohin? Er schaut sich ein wenig um. Ich gucke mich auch mal um. Wir sind hier wahrscheinlich alleine, oder? Was ist denn das so? Wenn ihr alleine sein wollt, seid ihr alleine. Ja, er schaut sich gerade um, so, wo wir hin verschwinden. Wir sind doch hier mitten oben in den Bäumen. Ja, du Ich weiß kannst sehen, wenn du nicht. runterguckst vom Balkon, dass Jalan gerade ein Stück Affenscheiße gegen den Kopf bekommt, während er sich gerade hingelegt hat und wohl bestimmt ziemlich schlecht schlafen wird. Naja, ich dachte, wenn das unsere letzte Nacht ist, dann weiß ich auch nicht. Lässt deine Hände los und reibt die eigenen so ein bisschen ineinander. Offensichtlich keine Ahnung, was man da jetzt wie sagen soll. Rodrigo nimmt so deine Hände dann wieder zurück in seine. Pass auf, ich sagte, dass wir irgendwie alles versuchen nachzuholen, wenn wir hier raus sind. Ich kann mich hier überhaupt nicht entspannen. Also ich habe das Gefühl, dass meine Muskeln die ganze Zeit dauerbrennen, weil ich die ganze Zeit angespannt rumlaufe. Wir gar nicht mehr rauskommen, wenn wir da beide sterben. Mach dir darum keine Gedanken. Wir werden schon irgendwas irgendwie schaffen. Wir sind ja auch nicht ganz alleine. Wir haben mindestens 24 Kämpfer, die wir hier noch mit angeboten bekommen haben von den Maraskanern. Wir sind nicht alleine. Ich könnte dir noch einen Trick verraten, wenn du tatsächlich das Reden übernehmen solltest. Versuch, allgemeine Worte zu benutzen, wenn sie dich nach Namen oder nach Männern fragen. Sowas wie, ach, der Kerl, ja, der ist furchtbar gewesen, der hat das und das gemacht oder so. Versuch, irgendwelche Adjektive zu nehmen, die ihnen vielleicht nicht direkt einfallen. Kennt man das Wort Adjektiv? Keine Ahnung. Versuch, irgendwelche beschreibenden Wörter zu nutzen, die ihnen vielleicht nicht direkt, naja, einfallen, ob sie zu der Person passen oder nicht. Ich sage dann zum Beispiel immer, ja, dieser Kerl, der hat mich so doof angeschaut und obwohl ich gar keine Ahnung habe, um wen es geht. Oder sowas wie, der stinkt doch immer so. Oder ja, so etwas, was quasi auf jeden zutreffen könnte, aber was sie in dem Moment nicht direkt kontrollieren können, was aber selbstsicherer klingt, als es eigentlich ist. Weißt du, was ich meine? Ich werde es versuchen. Das Problem ist, wenn ihr mir einen Namen nennt von Leuten, die nicht existieren, und ich sage dann, ach ja, der mich immer so doof anschaut, hilft das nicht. Du musst ja dann nicht direkt darauf eingehen, wenn er zum Beispiel sagt, das Kommandant sowieso gesagt, dann sagst du, ist mir auch scheißegal, wie der Kerl heißt, so und so und so,
und versuchst, ein anderes Thema anzuschneiden. So musst du gar nicht. Also versuchst abzuwinken und... Das ist ja so, was ich gesagt habe. Also ich will schnell reden und auf andere Themen lenken und meinen Unmut zur Schau stellend versuchen werde, solche Themen abzuwürgen. Ich wollte es ja nur nochmal gesagt haben, das Element der, naja, des Schauspiels ist halt sehr wichtig. Naja, aber wenn du dich nicht entspannen kannst, dann sollten wir vielleicht bald schlafen gehen. Ja, ich werde versuchen, ein paar Mützen Schlaf zu bekommen. Darf ich trotzdem bei dir schlafen? Aber natürlich. Bist du eigentlich noch sauer wegen Rashika? Tut's noch weh? Er krempelt das dünne Leinenhemd ein Stück weit hoch. Man sieht einen ungefähr 2 Zentimeter oder 1,5 Zentimeter durchmessenden schwarzen Punkt auf seinem Bizeps. Nein, das tut nicht mehr weh. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo es dann aufgehört hat, sich auszubreiten. Es ist ein wenig hart. Man nimmt mal deine Hand und lässt sie mal darüber streicheln. Man führt eben etwas wie so eine Art... Naja, es ist nicht nur schwarz, sondern es ist so ein kleiner Ruckel, der eben, ja, hart geworden ist. Ui. Wenn es mir nicht so leid hätte, würde ich sagen, sie hat dir einen Knutschfleck hinterlassen. Und damit wirst du dich ein Leben lang an sie erinnern. Ja. Schau ein bisschen entschuldigend und grinst trotzdem. An manche Dinge erinnert man sich auch ein Leben lang. Er grinst jetzt auch zum ersten Mal seit irgendwie einigen Minuten wieder. Lass uns schlafen gehen und versuchen noch ein paar Mützen. Ach, keine Ahnung. Lass einfach versuchen, ein wenig zu schlafen. Ich habe das Gefühl, dass mir irgendwie alles auf den Kopf fällt. Und hoffe, dass es auch bald ein Ende hat. Das zerrt ganz schön an meinen Nerven, die Leute zu führen. Ich fühle mich nämlich ziemlich dafür verantwortlich, dass die Leute nicht sterben sollen. Das ist nicht deine Verantwortung. Du wirst dein Bestes geben, ich bin mir sicher. Und wenn es passiert, dann ist es so. Kannst du mir was versprechen, wenn du überlebst und ich sollte sterben? Was denn? Kannst du dafür sorgen, dass Rashika zu meinem Vater zurückkommt? Irgendwie? Ach, du siehst Rodrigos Augen sich weiten. Du kannst sie in ihrem Korb lassen. Sie braucht 3 bis 4 Wochen keine Nahrung. Und im Notfall steckst du halt ein lebendes Kaninchen oder so in den Korb. Sie wird es fertig machen und dann ist sie wieder 4 Wochen satt. Und was ist mit Wasser und so? Braucht sie das nicht? Sie kann ohne, eine Zeit lang, natürlich nicht immer, aber ich bin mir sicher, ihr bekommt das schon irgendwie hin. Du bekommst das irgendwie hin. Du kannst ansonsten einen Gürtel darum machen. Wo könnte ich denn deinen Vater ansatzweise finden? Oder wie kann ich den Mann denn finden und wie heißt der Mann? Irgendwelche Hinweise bräuchte ich schon, weil ich bin einer Wascher auf Maraskan begegnet, die ja nicht hingehört. Das ist, das trifft wahrscheinlich auch viele Orschas so. Ich habe meinen Vater gut 2 Jahre nicht mehr gesehen. Das letzte Mal waren wir, naja, westlich von Zorgan unterwegs. Kannst du lesen? Ja. Ich werde dir eine kleine Zeichnung machen, wenn ich etwas finde, worauf ich es dir malen kann. Vielleicht ein Stück Baumrinde oder so und werde dir alles Nötige aufschreiben, damit du es nicht vergisst. In Ordnung? Gut. Gut. Jetzt lass uns schlafen gehen. Nur sich während drüber einmal kurz sozusagen in die Leere schaut, wie als wenn er gerade irgendwas in Gedanken nachdenkt, dann schaut dich wieder an. So, und schlafen gehen. Gut. Und ich auch in der Hand steht auf und ja. Dann heilt Kasim seine Wunde in der Hand. Eine Wunde ist es ja nicht. Das ist keine Wunde, das ist nur der... Okay, sonst hättest du nämlich 7 ASP rein. Okay. Unterschwernis hätte ich auch nicht gepackt. Wie viel hast du jetzt bekommen? Du hast jetzt 6 Punkte Feuerschaden bekommen, ja? Ja. Das war der 6. die 6. drüber, okay. Ja, genau. Deshalb habe ich jetzt noch 15. Jetzt heile ich 5 Punkte, spare einmal Kosten ein und verdoppel einmal Zauberdauer. Habe ich quasi für 4 ASP 5 LEP geheilt. Da ich das noch vor dem Schlafengehen mache, sind das die 4 ASP, die ich überschüssig regeneriert habe. Wenn du die vorher noch hattest, ist das okay.
Die 4 ASP? Die hatte ich vorher noch, ja. Ja, ich weiß ja nicht, wie, also wenn du irgendwie bei 3 ASP rumkrepelst, geht das halt nicht, aber so ist okay. Gut, dann darf Wascher und Rodrigo dürfen noch regenerieren. Ich hab 8 geheilt, 8 regeneriert. Wenn ich jetzt 4 ausgebe, bin ich trotzdem voll, deshalb wollte ich es noch vor dem Schlafen gehen machen. Ja. Habe ich mir schon gedacht, warum du das tust. So, dann Regeneration von Wascher auch noch die ASP, das könnte vielleicht auch nochmal wichtig sein. Ist nicht in der Chatbox, kannst du normal machen. Ja, ich weiß. Nochmal in die Chatbox ziehen. Über Charakter, Werte. Nee, Charakter allgemein kannst du auch da doppelklicken. Kannst du einfach doppelklicken, dann auf Lebenspunkte oder auf ASP und dann wird das auch automatisch noch drauf getan. Ach so, da wo Regeneration steht? Genau, da müsste normalerweise ein schwarzer W6 drinne liegen und wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du ihn nochmal reinziehen und dann drückst du einfach auf den W6 drauf. Okay, angesichts der Zeit würde ich jetzt eine kleine Pause machen und dann macht die Aufstellung schon mal von euren Samurojins von euch auf der Karte und dann geht es danach los in einer halben Stunde. Ja, da wollte ich eigentlich noch mit Rodrigo drüber sprechen, was wir eigentlich machen mit den Samurojins. Dann könnt ihr das auch gerne jetzt tun, wenn ihr wollt, vor oder nach dem Schlafen gehen. Also ich werde jetzt hier wenig noch draus machen. Ihr könnt dann am nächsten Tag ziemlich erholt wieder wach werden, seid erholt, regeneriert und ihr werdet dann von Sidigian, nach weiß ich nicht, 2 Stunden, kommt er auf euch zu mit einem freudestrahlenden Gesicht und mit der Nachricht, dass es halt jetzt auch diese Karawane gibt. Ihr könnt dann eure Sachen schnappen, also Rüstung, Rucksäcke könnt ihr auch hier lassen, Waffen und dann geht es gemeinsam mit der Einheit Samurojins in den Wald. Lauft ihr da, weiß ich nicht, nochmal eine Stunde hin und macht euch dann auf den Überfall bereit. Hier dieser kleine Fluss, wie gesagt, und da rumpeln sie dann mit ihrem Wagen an. Also das ist jetzt die Szene, das muss ich nicht großartig weiter beschreiben. Aber klar, dann kannst du dich vor Ort umsehen und könnt dann da gemeinsam die Aufstellung besprechen, wenn ihr das dann machen wollt. Möchte da jetzt eben jemand drüber sprechen oder machen wir das nach der Pause? Dann machen wir das jetzt in den 7 Minuten, die wir noch haben und dann ist es Punkt 19 Uhr, dann eine halbe Stunde Pause. Okay. Rodrigo. Ja, dann. Und wie sieht denn unser Schlachtplan aus? Was haltet ihr denn davon, wenn wir die Hälfte der Samurojins nehmen und damit sie direkt an die Route der Kamadgale legen? Und wenn sie vorbeikommen, überfallen wir sie. Und die andere hat dahinter bereits im Wald gesessen und kann ihnen dann in den Rücken fallen. Wissen wir denn, wo die genau herkommen? Links oder rechts? Das wissen wir doch gar nicht. Wir wissen grob den Ort nur, deswegen müssen wir da relativ flexibel sein. Ja. Und die vielleicht etwas weiter auseinanderstellen, als mir lieb wäre. Warum auseinanderstellen? Also ich hätte ja ganz gerne irgendwie gehabt, dass wir eine Anordnung machen, die auf 2 Seiten steht. Wir sehen ja, das sind jetzt hier so 20 Meter. Und ich hätte ganz gerne irgendwelche Leute ungefähr annähernd hier so gehabt, also hier in dem Bereich. Oder vielleicht sogar hier, also hier so ein bisschen hier so in diesem Bereich. Und dann welche hier so in diesem Bereich. Dass die Abstände hier zwischen diesen beiden Gruppen nicht so groß sind. Also sozusagen, dass hier maximal 25 Meter zwischen liegen. Also dass wir einfach hier eine Linie aufziehen und sie dann abfangen. Ja. Und wenn sie an der einen oder an der anderen Seite kommen, kann die andere Hälfte dann rumklappen und die Seite nehmen. Genau. Ja gut, das ist vermutlich bei so wenigen Leuten und so viel Fläche das Bessere. Mein Plan wäre halt, dass wir die Hälfte nehmen und eben die von dir besprochene Linie aufziehen und die andere hier links und rechts in den Wald setzen. Aber da wir, wie gesagt, nicht wissen, wo die langkommen, kann es dann passieren, dass ein Trupp relativ getrennt erst kämpfen muss, bis die anderen zur Verstärkung kommen können. Ja. Also wie gesagt, ich würde ganz gerne hier gucken, dass maximal hier der Äußerste ist und hier der Äußerste. Wen stellst du auf beiden Karten maximal die Hälfte, also ja, ein bisschen weniger als die Hälfte. So, hier, das ist das Äußerste. Das würde ich sagen, das sollte die äußerste Grenze sein. Wenn die ganz am Rand durchtuckern, dann können wir sie nur hören, das stimmt, dann sind wir im Nachteil. Aber das glaube ich nicht. Was haltet ihr denn davon? Also wir machen das so, wir stellen diese Linie auf. Ihr nehmt ganz links die Seite, ich ganz rechts die Seite und wenn irgendwas schief geht, können wir von da aus dann schnell eingreifen. Ganz links und ganz rechts die Seite? Nee, auf gar keinen Fall. Nein, ich meine, du stellst dich ganz links an die Linie, ich ganz rechts an die Linie. Also ja, so das können wir gerne machen, sozusagen, dass die stärksten Kämpfer außen stehen, meinst du? Richtig, so wie jetzt auf unsere Samurojins stehen. Da stehen ja die Namen jeweils drunter.
Und wenn halt einer von uns beiden merkt, Moment mal, die laufen hier seitlich an uns vorbei, kann er direkt das weitergeben und die Samurai-Jets in die richtige Richtung lotsen. Nur, wo stellen wir unsere Leute auf? Bei ihrem Trupp jeweils? Die müssen ja auch koordiniert werden. Also, wenn unsere Figur das den Leuten zuschreit, sagt ja. Der Schreien wird sich nicht vermeiden lassen, sobald es erstmal losgeht. Okay, also einfach. Ihr baut da jetzt einfach nur eine Linie auf. Im Grunde schon. Und wenn sie dann entweder. Eine Sache hat er natürlich recht. Wenn wir eine Linie aufbauen, sind wir eine Linie. Wenn wir einen Bogen aufbauen, also so, dann hätten wir wahrscheinlich mehr. Oh nein, haben wir nicht mehr Vorteile. Ja, wir bauen eine Linie auf. Ich meine, wir könnten ja zwei Reihen aufbauen. Das Problem ist, wenn sie dann nicht zwischen uns durchlaufen, sondern eine Reihe zufällig treffen, muss die andere erstmal ein Stück laufen, bevor sie zur Verstärkung kommen kann. Aber können wir das nicht koordinieren? Können wir nicht irgendwen vorschicken zum Spähen und die Reihen dann entsprechend postieren? Das können wir bestimmt. Meldet sich jemand freiwillig? Dem ist nicht so. Ansonsten bestimme ich einfach jemanden. Du kannst von deinen Leuten kannst du natürlich einen abziehen, ne? Nee, ich wollte eigentlich eher einen ganzen 5-Mann-Trupp losschicken. Also 4 Samurai-Jins Ja, plus okay, einen. dann nimmst du deine 4 Samurojins. Kann ich auch machen, ja. Also dafür hast du sie ja. Ja, ich wäre halt ganz gerne bei der Schlachtlinie geblieben, aber. Ja, ich meine, bleib mit Yalan da stehen und deine 4 Samurojins schickst du irgendwo hier hin oder so. Oder hier hin. Mach das halt. Sind die schnellen Samurai-Jins auch gleichzeitig diejenigen, die etwas heimlicher sind? Oder sind Nö, alle gleich mit heimlich? Heimlichkeit hat das nichts zu tun. Ne? Die haben halt einen Hartholzharnisch an. Jetzt regeltechnisch von der Rüstung nicht. Den habe ich einfach runtergesetzt, damit die eben auch Lebenspunkte verlieren, wenn es drauf ankommt. Weil mit dem Vierer Rüstungsschutz, die müssen halt auch irgendwie mal dezimiert werden. Aber die haben Hartholzharnische an. Die sind alle angemalt in den verschiedenen Farben der Muwakiji Marasna. Die können sich verstecken, aber das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe als Samurai. Aber du kannst sie halt irgendwo abstellen. Ja, nun will ich halt nicht, dass sie erwischt werden und mit 4 Mann dann die ganze Karawane abfangen müssen. Wenn sie einfach nur im Gebüsch sitzen bleiben, geht das. Wenn sie sich halt bewegen und dann irgendwie noch von hier aus Meldungen machen als Spähposten, dann läuft da dieser Spähposten durch den Wald und in oder 4 Stück in bunter Rüstung. Und das ist natürlich Bewegung und dann. Ihr könnt auch einen Helden dahin stecken. Wir können noch. Ja, wir können noch. Wer kann denn schleichen? Ich kann schleichen, Wascha kann schleichen, ich glaube auch Enrico auch. Na, da ist es auch nicht so schlecht. Ich kann nicht schleichen, aber ich könnte mich verwandeln. Allerdings würde ich meine Kräfte da eher lieber für die Mine aufheben. Ist doch, denke ich, besser. Also, was ich an dem Plan, den Rodrigo vorgeschlagen hat, mag, ist, dass er halt einfach ist. Wir stellen die Linie auf, die Karawane trifft da rein, wir springen aus dem Gebüsch, dann ist sie entweder hier oder hier oder hier und dann können die anderen Gruppen seitlich rumklappen und wir haben sie in der Zange. Gut, dann machen wir das so. Wir gehen damit Und in eine wenn wir uns Pause. jetzt in irgendwelche 19. Gebüsche hocken und das am Ende ganz schrecklich schief geht und wir mit halber Stärke kämpfen müssen. Könnt ihr sonst nochmal diskutieren. Aber ansonsten geht's so nach der Pause weiter. Gut, dann steht ihr jetzt gerade im maraskanischen Dickicht, stinkt wie die Hölle. Neben euch surren wieder die Insekten und ihr könnt auch die. Ja, das Knacken der Hartholzharnische neben euch, hinter euch, über euch hören. Die Schwerter, die sie an ihrem Gürtel tragen, Helme aufgesetzt, sie sind zu allem bereit und warten nur auf diese Begegnung. Dann könnt ihr es vor euch, ja, hören. Der kleine Fluss, habt ihr mittlerweile schon aus eurem, Gehör hinausgedrängt und, das stetige Rauschen ist quasi, nicht mehr zu hören. Und dann könnt ihr sie hören. Also gut, rüber über den Fluss. Spät.
Ich will hier nicht überfallen werden. Die letzten paar Meter schaffen wir auch so. Wenn das Tier verreckt, dann ziehen wir den Karren eben so. Dann könnt ihr hören, wie irgendetwas, irgendjemand durch den Fluss schreitet. Und ihr dürft jetzt einmal eine Sich-Verstecken-Probe würfeln. Und zwar alle. Solange ihr euch nicht bewegt, nur sich verstecken. Würfeln wir repräsentativ für unsere Samurai-Jin? Die würfeln nicht. Ich habe Angst. Oh. Kommen die Anfeinde noch einen natürlichen Malus drauf, wegen hier Dschungel? Ja, und den bekommt ihr beim sich verstecken, sind noch eine 5er Erleichterung. Ja. Also ich würde nicht uns eine Erleichterung geben, sondern denen nur eine Erschwernis für die Sinnenschärfeprobe. Es ist eine aktive Erleichterung zum sich verstecken. Ja, und dann könnt ihr es wie gesagt hören, wie Leute durch einen Fluss hindurch warten, dass... Ja, kurze Aufwiehern eines Pferdes, was aber auch leise und kraftlos klingt. Und dann das Rumpeln eines Wagens irgendwo kurz dahinter. An welcher Stelle wollt ihr aktiv eingreifen? Wollt ihr warten, bis sie dann irgendwo hier sind? Sollen wir das dann weiter vorziehen? Oder wollt ihr irgendwas tun, während sie gerade hier durch diesen Fluss hindurch warten? Wie hättet ihr es gerne? Ich meine, wir sind jetzt weit von dem Fluss weg. Es lohnt sich nicht, jetzt loszustimmen und sich auf 50 Meter weit zu treffen. Nee, also die müssen schon bei uns in der Nähe wohl sein. Gut, dann kann ich die einfach mal alle vorziehen. Muss gerade mal überlegen. So. Wagen ziehe ich hinterher. Ja, ungefähr 5 Minuten später könnt ihr es wieder durch den Wagen, durch den Dschungel hindurch holpern hören und ihr seht die schwarz-roten Rüstung der Kamotgarde, die sich so überhaupt nicht um Tarnung kümmern, denn sie gehören immerhin zur Kamotgarde und sind dementsprechend sakrosant, wenn man so möchte. Das ein oder andere an Geraschel zwischen den Büschen. Den Wagen seht ihr mittlerweile recht deutlich, wie er dann auch direkt auf euch zurumpelt. Die Stelle, die euch dann Sindiji angewiesen hat, ist quasi perfekt. Also wirkliche Straße gibt es hier nicht, sondern nur ein bisschen Unterholz, was dann mal zur Seite geschnitten worden ist. Vielleicht auch wieder zugewuchert ist, aber hier kann man dann auch sowas mal wie Wagenspuren vermuten. Zumindest ist es breit genug, dass der hier dann auch regelmäßig vorbeifahren kann. Sinnschärfeprobe. Denn auch die Kamotgardisten verstecken sich zum Teil. Dabei ist deren Probe natürlich auch aktiv erleichtert. Taub und blind. Ja, das ist bei dir nichts Ungewöhnliches. Jalan hat keine Ahnung, Ephadaios hat keine Ahnung. Fascha, Rodrigo. Gut. Dann seht ihr jetzt die ersten 4 Leute durch ein Gebüsch hindurch, wartend, gehend, abgeduckt, tarnend. Die anderen, die hier am Wagen stehen, ringsherum, sind sehr offensichtlich. Die kann man quasi nicht übersehen, aber die anderen haben sich leicht verborgen. Zumindest Rodrigo und Vascha erkennen sie, wenn sie sich jetzt hier durch die Gebüsche bewegen. Und dann halten sie an. Ja. Wie weit sind die auseinander? Weil Washer kann gut meucheln. Würde ich schaffen, einen von denen einfach schon mal auszuschalten? Ja, aktuell 17 Meter Entfernung zu 20 Meter Entfernung zu dir. Mhm. Und die haben 10 Meter gerade Entfernung zu sich, beziehungsweise 6, je nachdem, wo du hin willst. Kannst du abmessen. Ihr könnt aber sehen, dass einer, der sich gerade im Gebüsch, der hat sich hier gerade im Gebüsch abgehockt, stehen geblieben und pfeift einmal. Es ist nicht so dieses typisch maraskanische Vogelgezwitscher, sondern ein einfacher Pfiff. Und dann halten auch die hier hinten an.
3, 2, 1. Rodrigo beobachtet nur den. Das gut. Kasim beobachtet auch nur. Ja. Leute ziehen sich zurück. Ich wollte mich an den daran schleichen. Verdammt, wo habe ich den Pfeil da? Kannst du gerne versuchen. Würfel mal eine Schleichenprobe. Ja, wie würdest du denn gerne gehen? Hintenrum oder einfach hier direkt auf ihn zu? Nee, hintenrum. Hintenrum. Also hier irgendwie. Genau. Dann kannst du dich 20 Meter bewegen. Mit zieh einfach deinen Token und mit der Leertaste kannst du Zwischenstationen. Also so Ecken. Nein, du musst immer wieder, wo du so abknickst, machst du einmal Spacebar-Taste. Also die 20 Meter, hast du gesagt, oder? Ja, du wolltest hinten rumgehen, glaube ich. Also dann musst du auch hier einmal die Leertaste drücken, damit du an dieser Stelle dann einen Knick hier rum machen kannst. Du musst, wenn du, also du hältst du halt hier die Maustaste gedrückt und dann... Genau, okay. Richtig. 20 Meter. 20. So? Ja. Okay. Bemerkt man Washer hinter sich? Also, dass er was... Die ist jetzt plötzlich weg. Ja, die ist hinter Rodrigo 3-4 Meter. Ja, genau. Achso, ich habe gerade nicht gesehen, wo du bist. Nee, also sie ist sehr leise und du hast, glaube ich, deinen Fokus gerade woanders. Also wenn das an deinem Rücken passiert, heißt du kannst... Nicht, dass es hinter mir nicht knackt. Naja, es knackt überall, es ist Dschungel. Schreien, kreischen, also nicht so sehr laut wie vielleicht im Süden, aber es ist halt immer irgendwie laut. Gut, und dann könnt ihr sehen, wie ein Armbrustbolz, Entschuldigung, nein, ein Pfeil in Richtung von Kasim geschossen wird. Also machen die Blindschuss. Die schießen jetzt auf ihn, weil sie ihn sehen. Kamot gerade. 15, das schaffen sie nicht. Wie weit können die jetzt gucken in den Dschungel? 20 Meter weit Sichtlinie? Ja, guck doch mal auf die sich verstecken Probe. Wenn Kasim hier in seiner weißen Robe abgeduckt nicht steht oder sitzt oder so, aber seine Versteckenprobe ist einfach katastrophal schief gegangen und dementsprechend schießen sie auf das, was weiß ist. Kurze Frage, sieht man, wer von denen schießt? Der schießt, okay, alles klar. Ja, irgendwo neben Kasim wird ein Pfeil in den Baum geschickt und dann können wir quasi in Kampfrunden gehen. Die Samuri-Jeans bleiben bei der 15, die Kamot-Gardisten bleiben bei der 16. Alle anderen dürfen 1W6 schmeißen für ihre Initiative. Und dann geht es los. Boah. 6 plus 1, wieso plus 1? Achso, vom anderthalb Händler. Den gibt plus 1 auf Inni. Dann würfel doch einfach auf die Waffe in dem Waffending, da ist doch dann Inni plus 1 eingetragen. So mach ich es auch mit der Streitachs, mit Schild und Streitachs. Ja, Herr Himmel, ist doch egal. Gut, Kasim geht auf die 11, Brindigian. Bin auch auf der 11. Du bist auch auf der 11? Ich hab deinen Wurf gerade nicht. Achso, doch, da 1, okay. Ja, ihr dürft euch gerne aussuchen, wer anfangen will. 3, 2. Okay, du ziehst vor, ansonsten die anderen müssen hier handeln. Alles klar, du bist der Erste. Ich greife mir meine Samuro-Jeans und sehe zu, dass ich die umschleichen kann. Also, ich gebe das noch an den nächsten Trupp weiter, den von Brindigion. Wir versuchen, die zu umlaufen. Umlaufen oder umschleichen? Umschleichen. Okay, dann würfel einmal schleichen. Das kann ich im Gegensatz zu verstecken. Dann ist wieder die 11 dran. 3, 2, 1. Ich möchte auch vorziehen. Wascher ist dran. Weil sie ja eher auf ihn schießen. Ich wollte mir ja vorhin schon anschleichen. Ich möchte einfach meinen Kurs weiterverfolgen. Und okay. Würfel die Probe. Wenn sie gelingt, 20 Meter. Okay. Wie weit darf ich schleichen? 20 Meter. Ja. Kannst deine Samuro-Jins mitnehmen. Die von Brindigian muss er selber benutzen. Ich habe dir nur den Befehl weitergegeben, dass er das dann durch die Reihe weiter sagt. Kasim will was tun? Hinter einem Baum in Deckung gehen, da sie momentan nur ihn gesehen haben. Gut, neue Sich-Verstecken-Probe. Irgendwo vor Rodrigo knackt es einmal ziemlich laut und Wascher ist für quasi alle zu hören, nicht zu sehen, aber zu hören. Dann
Kasim ist durch. Predigion oder Rodrigo? Irgendwas muss noch ziehen, glaube ich.